Wir haben sieben Sakramente, respektive die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche. Es gibt noch viele, die sagen, nur katholisch ist das Echte. Wäre es gewesen, ja. Sofern sie alle sieben Sakramente besitzt. Aber auch die Orthodoxen haben sieben Sakramente und gültige Weihen. Wir lesen bei der Taufe in der Bibel, Matthäus, für diejenigen, die wollen nachschauen, wie heißt das schon wieder? Seht ihr, ich weiß nicht mehr, das interessiert mich gar nicht, mich interessiert nur, was der Heiland gesagt hat. Da heißt es 28, 16. bis 20. Vers, also. Das sind typische, also Pseudoprofessoren, die das so bringen da. Also, die elf Jünger begaben sich nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte nach seiner Auferstehung. Jesus trat nun näher, redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Macht sie alle zu Jüngern. Aber Bergoglio sagt, die haben auch ihren Gott, also nicht missionieren. Ja, wir sollen auch nicht aufdrängen, aber hinlegen. Das ist ein Unterschied. Man muss es halt auch erst erbeten, dass der andere glauben kann. Oder vormachen. Vorleben. Dann haben wir die Firmung. Das steht auch in der Apostelgeschichte. Als die Apostel zu Jerusalem vernahmen, dass Samaria das Wort Gottes angenommen, sandten sie Petrus und Johannes dahin, welche nach ihrer Ankunft über sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch über keinen von ihnen gekommen, sondern sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesu getauft worden. Sie legten ihm die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das gehört jetzt nicht dazu, aber da heißt dann noch, da nun Simon sah, dass durch die Auflegung der Hände der Apostel der Heilige Geist mitgeteilt wurde, gab er den Aposteln Geld, damit sie ihm die Macht auch geben. Wo er dann aber von Petrus schön Leviten zu verlesen bekam. Mit Geld. Das ist es eben. Leider Gottes hat der Amtspriester seinen sicheren Lohn. Steuern und das. Ich bin der Meinung, nein, ich weiß es, dass jeder Priester, wenn er Priester ist, von Gott geweiht und das Herz brennt für Gott zu den Menschen, dass er das Geld hat, was er braucht zum Leben. Aber heute hat ja manchmal in der Schweiz sowieso, hat ein gewöhnlicher Priester so viel Lohn, dass er könnte eine Familie mit 6 Kindern. Jetzt kommt natürlich eines ein, auch anscheinend ein heißes Eisen, die Beichte. Aber die steht auch drin. Wenn du nicht alles glaubst, was in der Bibel steht, dann bist du ein Sektierer, eine Sekte. Ja? Was ist eine Sekte? Die nur Teile aus der Heiligen Schrift nimmt, die ihnen passt. Das ist Sekte. Ihr könnt bei mir nachschauen. Zu Hause, lest mal die Bibel und schaut, ob ich das alles habe, was da drin steckt. Wenn nicht, dann um Gottes Willen, kommt und sagt es mir.
Also, beichte. Nun sagte Jesus seinen Jüngern noch einmal bei der Auferstehung, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Indem er das sagte, hauchte er sie an, das heißt der Heilige Geist, also hauchen, und sprach zu ihnen, empfange den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen werden sie erlassen. Welchen ihr sie aber nicht erlasset, denen sind sie nicht erlassen. Was will man dann noch umdeuten? Da kommt höchstens leider Gottes viele Gelehrte, wo heute so blöd sind, ich kann es nicht anders sagen. Ja, das muss man jetzt so verstehen, das ist nicht so gemeint und so. Ich sage immer wieder, ich habe noch keinen Menschen gehört, der so einfach redet wie Gott. In einem Satz könnte man mal ein Buch schreiben. Da ist alles enthalten. Weil Worte Gottes sind Samen und Samen gehen auf. Und beichten, nicht der Priester hat die Macht zu sagen, dass er die Sünden verzeiht, sondern er hat die Macht erhalten im Namen Gottes. Er tut es durch den Priester, genau wie das Messopfer. Nicht ich bin Jesus Christus und sage, das sei, ist jetzt mein Fleisch. Sondern ich sage nur, was der Herr gesagt hat, und der Heilige Geist ist der, der durch den gültige Weihten und glaubenden Priester das erwirkt. Wir sind nur Werkzeuge. Nicht mehr, nicht weniger. Hat mir jemand gesagt, ich bin jetzt so zerknirscht, dass ich nicht mehr wage, zum Heiland zu gehen. Sag ich, du kennst die Bibel nicht. In der Bibel steht, ein zerknirschtes Herz ist Gott wohlgefällig. Vielleicht musst du sagen, Herr, ich bin es nicht mehr wert, aber ich brauche dich, sonst schaffe ich es nicht. Dann haben wir noch ein Sakrament, die Krankensalbung. Auch vom Heiland in der Bibel, bei Jakobus, steht, ist jemand krank unter euch, so rufe er die Priester der Kirche, als sogar die Ältesten, das wären sogar die Bischöfe, der Kirche, dass sie für ihn beten und ihn mit heiligem Öl salben im Namen des Herrn. Wo ist das Öl? Das hat die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche. Und das Gebet ist, glaube ich, wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er in Sünde ist, so wird sie ihm vergeben werden. Es ist natürlich immer der Dämon, wo kommt und sagt, oh, sagt das nicht ein Priester. Er hat jetzt gesagt, er mag dich jetzt und er schätzt dich als Katholik oder als frommer Mensch. Aber wenn du sagst, dass du das gemacht hast, dann ist aus mit ihm, dann wird er dich nicht mehr anschauen. Oder? Das ist so ein verdammter Blödsinn. Ich sage verdammt, weil es vom Bösen kommt. Nein, stell dir vor. Nein, wir bewundern diese, die es wagen zu sagen. Mir fällt immer ein Riesenstein vom Herzen, wenn einer dann plötzlich mal etwas sagt, wo ich meistens komme, ich tue ja nicht mehr so beichthören, aber wenn früher die ganz großen Sünder kamen, haben sie einen herumgedrückt und so, was sie sagen sollen, habe ich ihnen gesagt, weißt du was, sag mal das Allerschlimmste, dann der geht dann von selber. Jetzt kommt das Allerwichtigste, Eucharistie. Was auch wieder nur die katholische Kirche besitzt und die orthodoxe. Und da lesen wir bei Johannes, ich glaube, was Johannes schreibt, darf man schon glauben, oder? Der Apostel Johannes, der Lieblingsjünger Jesu. Er schreibt, Jesus sprach, ich bin das Brot des Lebens. Haben gleich eure Väter in der Wüste Manna gegessen, so starben sie dennoch. Wollte nicht da sein. Ah ja, und zwar ist das Brot, das ich geben werde, mein Fleisch für das Leben der Welt.
Gut, das kann man verstehen, dass sein Fleisch am Kreuz hatte hingegeben. Kommt aber noch weiter. Und dann ging es schon los. Hä? Wie kann dieser denn uns sein Fleisch zu essen geben? Das ist ja verrückt, oder? Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen nicht esset und sein Blut nicht trinket, so habt ihr kein Leben in euch. Denn die Seele, der Körper hat ja Hunger und Durst, das wissen wir ja. Aber wisst ihr auch, dass die Seele auch Hunger und Durst hat? Feste Nahrung, das sind dann die Sakramente, das ist die, das Fleisch und Blut Jesu Christi. Natürlich verlangt der Gott nicht, dass jetzt ein Priester da einen Topf nimmt und da mit Keulen da drin oder einen Arm da und dann beiß ab. Das erwarten wir auch nicht von Gott. Er ist so fein, dass er ein feines Ding, dass er hat Brot genommen. Und wir Menschen denken immer, wie wir Menschen wissen. Aber wir haben doch nicht das Wissen von Gott. Wenn Gott was sagt, müssen wir denken, wie hat es Gott gemeint? Nicht, wie habe es ich als Professor, Doktor so und so, der ja dazu verpflichtet ist, alles zu ummodeln, damit er einen Titel bekommt. Oder einen mehr. Ich bin nicht gegen Titel. Ich bin auch nicht gegen Gelehrsamkeit oder weiß ich was. Sonst wäre ich ja gegen Gott. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tage auferwecken, denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Gleich wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch der, welcher mich isst, durch mich leben. Beim Korinther, beim Paulus, wer dennoch unwürdig dieses Brot isst, die Eucharistie, die, sag ich mal, die Hostie, oder den Kelch des Herrn trinkt, unwürdig. Der versündigt sich an dem Leib und Blute des Herrn. Nun, vielleicht versteht ihr, warum der gute Priester nicht kann jemandem die Kommunion geben, der noch nicht weiß, dass das wahrhaft der Leib Jesu ist, damit er sich nicht daran versündigt. Muss ein guter Priester sein. Aber der Priester kann natürlich nicht sagen, halt, nein, oder so, sondern er muss es erklären. Und er sollte merken, dass der Priester wehtut, dass er nicht kann geben. Und so prüfe denn jeder sich selbst, erst dann esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich das Gericht, jetzt hört, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet von der gewöhnlichen Speise. Für die Leute, die da noch skeptisch sind, das ist im 1. Korinther, 11. Kapitel, 27. bis 30. Vers. Und da beim Markus lesen wir in der Heiligen Schrift, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot, segnete und brach es, gab es ihnen, sprach, nehmet hin, das ist mein Leib, das Brot. Danach nahm er den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Der sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Und in jedem Heiligen Messopf ist nicht der Priester, der verwandelt, sondern der Heilige Geist. Und das habe ich, ja ich, Herr Blödsinn, einmal ich von ihm erhalten, dass ich weiß, dass ich im Heiligen Messopfer das soll hineinbringen,
immer wieder der Heilige Geist macht es durch den gültig geweihten und glaubenden Priester. Welcher Priester glaubt noch? Schaut doch, darf ich mir mal die große Hostie haben? Wollt ihr wissen, wie gut der Priester ist? Ich rede jetzt als Werkzeug Gottes. Ich habe da eine Oblate. Was ist das? Mehl und Wasser. Und wo ich dann, wenn ich spreche, ich muss nur genau die Worte sprechen, die der Heiland gesprochen hat, und glauben. Natürlich gültig geweiht sein, die wir ja haben. Dann wird der Heilige Geist durch mich verwandeln. Jetzt könnt ihr schauen, jeder Priester buckt sich, wie geht er mit dem um? Wenn er jetzt den Leib Jesu in der Hand hat, den allmächtigen Gott, den er mal Himmel oder Hölle kann schicken. Aber um das denke ich gar nicht, das ist nur die Liebe. Gott hat ja überhaupt keine Liebe. Wisst ihr das? Er ist die Liebe. Und wer ist, verlangt auch Liebe. Und jetzt habe ich da also dann nachher den Heiland. Seht ihr da beim Priester oder macht er. Siehst du, der Priester im Moment. Was mache ich hier? Jetzt kommt das Unglaubliche. Ich muss meine ganze Andacht zusammennehmen. Denn jetzt kommt er. Hört mal, früher, das war in Wien draußen, mit mehreren Bischöfen zusammen, da musste ich das Messopfer halten, nach altem Art nach der Wand. Und ich dachte, ich bin alleine, denn niemand sieht mich ja, weil die sind hinter mir gewesen. Und ich habe die Tendenz gehabt, dass ich ihm einen Kuss vorher drauf gebe, bevor er hineingeht. Als Empfang. Und das habe ich gemacht. Na, er kam ein Bischof zu mir und sagt, Ihre Messe ist ungültig, traditioneller. Ich sage, wieso? Sie haben etwas gemacht, was nicht vorgeschrieben ist. Wir haben da einen Kuss drauf gegeben. Ich sage, im Heiland hat es gefallen. Mein Gott, Mama, kopflastig. Wenn sie nur mal herzlastig wären. Und jetzt kommt es aber an. Seht ihr, dass sie sich im Moment sammeln? Was geschieht jetzt? Oder geht das in einem Ding durch? Dann hoch und jetzt kommt's. Geht's runter? Ich sage, ja. Das ist der allmächtige Gott, den man nur so wieder ablegt. Da kommt es aus. Ich habe viele traditionelle Messen gesehen, wo ich sagen muss, da hat der Priester wahrhaft, andächtig, ehrfurchtsvoll alles gemacht. Aber dann fängt es an, Kommunionausteilung. Wenn ich Kommunion aussehe, dann bin ich Vater. Oder in seinem Namen Vater. Ich sehe, bei dem fällt das. Der hat da Schwierigkeiten. Wenn die Kommunion gut sagt, das geht bei mir in einem Moment, sage ich, Herr, bitte, er braucht das. Du weißt ja. Und schau, die Frau, die leidet furchtbar, kann sie die Kraft geben. So teile ich die Kommunion aus, normal. Aber da wird zack, 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 zack. Ich bin ja dankbar, dass es die Tridentinische Messe gibt, Priester gibt. Man kann noch sicher sein, auch nicht mehr ganz, aber im Allgemeinen noch sicher sein, dass diese Sakramente gültig sind. Aber Gott verlangt
Liebe. Ein liebendes Herz. Mein Gott, ich habe gestern jemandem gesagt, ich bin doch ein Mann, oder? 84, also bestandener Mann. 4 Kinder. Aber ich bin total verliebt in Gott. Aber das ist eben seine Liebe, nicht meine. Ehe. Heute Gender, oder? Es ist rein teuflisch. Was Gender ist, ist total dämonisch. Und es ist egal, ob das jetzt der Papst sagt oder irgendwer, wir haben ja momentan keinen Papst. Wir haben nur einen ersten Sprecher in dieser Kirche. Bei Matthäus lesen wir, er aber, Jesus, gab ihnen diese Antwort und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer anfangs sie als Mann und Frau erschaffen und gesagt hat, deswegen wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, nicht einem Manne oder umgekehrt. Und sie beide werden ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Das können Homosexuelle oder Lesbierinnen nicht machen. Das geht nicht. Ein Fleisch. Was hinten hineingeht, das ist abscheulich. Das machen die Teufel unter sich in der Hölle unten. Dann wisst ihr schon, was ihr seid. Ich weiß, es gibt manchmal, dass jemand, ein Mann mehr sich als zur Frau hingezogen, also anders natürlich, zum Mann hingezogen wird, eine Frau zu Gleichgeschlechtlichem. Das kann passieren, dass einfach am anderen Teil ein bisschen mehr bekommen hat. Aber es entspricht nicht, was Gott will. Gott gibt genügend Gnade, dass man auch so dann doch kann nach Gottes Geboten leben. Noch einmal, Gender ist rein dämonisch gemacht. Wenn man noch wüsste, wer angefangen hat damit. Das ist einer von Amerika und der war selber ein Homosexueller und ein Kindes, ein Pädophiler. Wenn er auch Doktortitel hatte. Was aber Gott vereint hat, das soll der Mensch nicht trennen. Aber in der alten Schrift steht noch mehr. Es sei denn durch Ehebruch. Aber das sollte man eigentlich, man hat, wenn man natürlich vor Gott das gemacht hat, ja, er hatte das eingesetzt. Oder wer hat denn? Hast du dich erschaffen oder deine Frau? Und umgekehrt, Gott hat dich erschaffen. Er hat das Sagen. Der Heiland sagt bei Matthäus, was denn Gott vereint hat, das soll der Mensch nicht trennen, es sei denn Ehebruch. Dann hat aber Gott eigentlich den Wunsch, wenn es irgendwie möglich ist, wieder versuchen, ob es zusammen ginge. Wenn nicht, dann geht zum Priester, dass er. Denn es ist ja ein Segen, die Ehe wurde ja gesegnet von Gott, sollte es auch wieder durch die geschehen, die von Gott die Möglichkeit haben, den Segen zu geben oder für ungültig zu erklären. Zu Hause fragten ihn dann seine Jünger noch einmal darüber. Da antwortete er ihnen, wer von seinem Weibe sich scheidet und eine andere nimmt, der begeht an ihr einen Ehebruch. Und wenn das Weib ihren Mann verlässt und einen anderen nimmt, bricht sie ebenfalls die Ehe. Und dann kommt die Priesterweihe. Der Apostel Paulus schreibt zum Timotheus, hat er fahre fort mit Vorlesen, Ermahnen, Lehren, bis ich komme. Vernachlässige nicht die Gaben dir, welche dir verliehen durch Prophezeiung und der Auflegung der Hände zum Priestertum vom Bischof her. Apostel.
Bei Timotheus sagt der Paulus auch wieder, lege niemand die Hände zu voreilig auf, mach dich nicht diese teilhaftig. Gott hat immer den Aposteln angehaucht, den Heiligen Geist, und ihnen Macht erteilt für das und das und das. Aber heute, glaub mir, wenn der Priester wüsste, was nur ein Segen bedeutet bei ihm. Aber das kann nicht einfach so, ich kann doch ungemein hoch auf, das nützt alles nicht. Ich muss Feuer haben, ich will ja Feuer weitergeben in euer Herz. Da muss ich selber Feuer haben. Wenn ich das Feuer nicht habe, kann ich auch nicht andere anzünden mit dem Feuer.